Hey Leute, was geht? Schon's dann herzlich willkommen zum weiteren Tutorial zu FC25, meinem wahrscheinlich letzten Tutorial. Heute geht's nochmal darum, wie man mehr Siege in der Weekend League holt. Die erste Weekend League war ja schon. Ich denke, es wird der eine oder andere unzufrieden sein mit seiner Performance. Er will mehr Siege holen und darum kümmern wir uns auf jeden Fall heute. Ich hatte ja schon ein Video hochgeladen, wie man besser in FC25 wird. Da gab es schon ein paar Gameplay-Tricks, die völlig overpowered sind. Wie ein Sprint-Boost, sowas sollte man auf jeden Fall drauf haben. Also wer das Video noch nicht geguckt hat, sollte das auf jeden Fall erstmal gucken. Heute geht's auf jeden Fall um einige weitere Sachen. Erstmal darum, wie bereitet man sich vor auf die Weekend League, wie stellt man sein Team ein, wie geht man ins Match und wie verhält man sich im Match auch nach Gegentoren und. Aber auch natürlich wieder um ein paar Gameplay-Mechaniken, die komplett OP sind. Ich zeige euch heute sogar das, was meiner Meinung nach im gesamten Game am absolut überpowered ist, wo aber trotzdem irgendwie niemand drüber redet. Also, wenn ihr das letzte Video geschaut habt und dieses Tutorial und dann vielleicht auch noch die effektivsten Tricks drauf habt, die ich ja auch schon im Video genannt habe, dann seid ihr komplett gewappnet, absolut starke FIFA-Spieler zu sein. Vielleicht sogar Rang 2, im besten Fall Rang 1 in der Weekend League zu holen. Also, wir starten ganz kurz mit den Basics, bevor es in die Weekend League reingeht. Was muss man machen, worauf muss man achten, was ist wichtig, denn jeder einzelne Lose rasiert in diesem Jahr in der Weekend League komplett. Wenn man eine Niederlage hat, kann man schon nicht mehr Rang 1 erreichen. Und generell macht jede Niederlage einen riesigen Unterschied, was die Rewards angeht. Deswegen ist es von Beginn an wichtig, eine Top-Formation zu haben und eine Taktik, mit der man eingespielt ist. Das ist natürlich komplett individuell. Ich kann euch einmal zeigen, was ich jetzt gerade benutzt habe. Das ist natürlich die 5-2-1-2. Viel Power, viel Schnelligkeit durch die Mitte, Außenverteidiger trotzdem mit nach vorne rennen, aber auch gleichzeitig, ja, sobald der Gegner am Ball ist, genügend Leute hinten, sodass man ja nicht die ganze Zeit Steilpässe und sowas frisst. Hier ist sehr wichtig beim defensiven Ansatz, wenn ihr viele Steilpässe, hohe Steilpässe über eure Abwehr kassiert, dann stellt das Ganze niedriger. Dann müsst ihr das Ganze niedriger stellen, das ist wichtig. Je höher ihr das stellt, desto offensiver steht ihr, desto mehr könnt ihr auch den Gegner pressen. Wenn ihr aber sowieso keine Leute seid, die presst, macht das Ganze runter. Wenn ihr gerne presst, macht das Ganze hoch. Wie gesagt, hier sind meine ganzen Rollen, die ich für die einzelnen Spieler genutzt habe. Habe ich mir selber so ein bisschen von E-Sportlern abgeguckt. Hat so bei mir auf jeden Fall gut funktioniert und Spaß gemacht. Aber das ist erstmal wichtig. Habt eine gute Taktik, eine gute Formation eingestellt und nicht nur eine, nutzt auch die anderen Spots hier für Formationen. Das heißt, im besten Fall habt ihr auch schon eine Dreierkettenformation, eine Fünferkettenformation, wenn ihr kurz vor Schluss hinten liegt, vorne liegt, alles schon eingespeichert, weil es ist nicht mehr so einfach im Game kurz Pressing zu drücken und euer ganzes Team attackiert. Das läuft nicht mehr so, man muss wirklich eine Taktik schon fertig eingespeichert haben, wo man das Ganze richtig eingestellt hat. Ansonsten kann der Gegner die letzten 10 Minuten einfach den Ball halten, ihr kommt nicht mehr an den Ball und ihr habt keine Chance mehr, das Match zu drehen, wenn ihr nicht spontan im Match noch richtig gut umstellen könnt. Dann kommen wir zu einer weiteren Sache, die auf jeden Fall stehen muss. Das sind eure Controller-Einstellungen. Also ich erwähne jetzt wirklich hier einmal die Basic-Sachen. So habe ich die Einstellungen. Abschlusstiming ganz wichtig. Restlichen Einstellungen habe ich so, das ist auch wieder individuell, wie man es lieber mag, aber Profi-Feststellung muss auch ein. Das ist ein Game-Changer, dadurch werdet ihr bessere Spieler, wenn ihr das anhabt und wenn ihr dadurch gut seid. Als drittes, Kameraeinstellung muss auch sitzen, muss so sein, dass sie euch gefällt. Übertragung Telehöhe 20, Zoom 0, kommt immer sehr gut, kann man viel vom Spiel sehen. Manche spielen auch Koop, damit man noch mehr vom Feld sieht, muss auch jeder für sich entscheiden, aber habt eine Kameraeinstellung, mit der ihr euch wohlfühlt, ändert nicht häufig, das muss sitzen. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ihr kassiert ein Gegentor, ihr seid sauer. Und jetzt wird's wichtig. Richtig oft, wenn man irgendwie ein dummes Gegentor kassiert hat, macht man richtig schnell den Anstoß. Macht irgendwie so, keine Ahnung, guck mal hier, Ball fast weg. Selbst gegen den Computer. Also, damit sowas nicht passiert, nutzt auch Pausen. Nachdem ihr ein Gegentor bekommt, wenn ihr merkt, ihr seid sauer, ihr seid gerade im Rage, wirklich, man wechselt auch nicht so häufig und so. Das ist jetzt keine verschwendete Pause, die einem später fehlt. Drückt auch mal Pause. Kommt einfach mal ganz kurz runter, wirklich Pause drücken. Einfach mal ganz kurz runterkommen, wenn man im Rage ist. Weil eines der schlimmsten Sachen sind Ballverluste nach dem eigenen Anstoß. Fehler nach dem eigenen Anstoß. Und die macht man einfach, wenn man schnell spielt, sauer ist. Nutzt wirklich Pausen. Das habt ihr bestimmt schon in einigen Videos gehört, wenn ihr euch so Basic Tutorials angehört habt. Da denkt mal drüber nach. Nutzt ihr das wirklich? Macht ihr das wirklich? Oder kassiert ihr immer mal Gegentore nach Anstößen? Bei mir ist es selber so, wenn ich sauer bin, gehe ich oft schnell wieder rein und bereue das auch schnell. Das heißt, ich werde das auch ändern. Häufiger Pausen nutzen. So, und jetzt kommen wir zur letzten Basic-Sache. Nämlich nach Gegentoren oder auch nach Toren von euch Clips machen. Ist ein Tor passiert, auf der PlayStation geht es super easy, auf der Xbox glaube ich auch. Clip machen, letzte Minute nach den Matches angucken.
Weil meistens weiß man gar nicht genau, warum ist jetzt hier ein Tor gefallen? Was habe ich da falsch gemacht? Und im Clip sieht man auf einmal, man hat plötzlich falsche Spieler gesteuert und weiß für die Zukunft, wo man einen falschen Schritt gemacht hat, was man falsch gemacht hat. E-Sportler analysieren übertrieben oft, was passiert ist, was sie gemacht haben in den Matches. Weil wenn man sich das nachträglich halt im Clip anguckt, fallen dann da plötzlich ganz andere Sachen auf. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ja, hier hat er einen Powershot gemacht. Und dann hat man irgendwie mit dem Verteidiger einen falschen Step gemacht. Hier sowas in Zukunft nicht mehr machen. Hier falscher Schritt mit dem Verteidiger, schlecht gewechselt. Das sind Sachen, die sieht man im Nachhinein halt völlig anders als in dem Moment, wo man spielt. Und das kann man sich wirklich nach jedem Match in Ruhe angucken. Man sieht auch Muster, was funktioniert vorne gut bei einem, was funktioniert schlecht. Wie gesagt, E-Sportler machen das häufig. Casuals machen das meistens nicht so häufig. Und das ist ein Unterschied. So merkt man erst, was man ändern muss. Clips machen, sich das nochmal angucken, was man getan hat. Also das sind wirklich Sachen, die sollte man beherzigen, die sollte man im Kopf haben und die sollte man auf jeden Fall umsetzen und das wird auf jeden Fall weiterhelfen. Das sind so simple Sachen, man weiß es auch eigentlich, man macht es trotzdem meistens nicht, deswegen unbedingt machen am Ende. Und jetzt gehen wir die Sachen durch, die richtig stark im Gameplay sind. Und das ist auf jeden Fall, das habe ich auch bei den Controller-Einstellungen eben gesagt, das müsst ihr anhaben, das grüne Time Finish. Ich glaube, die letzten 3 Jahre fast habe ich selber kaum Time Finish benutzt, aber in diesem FIFA ist Time Finish, glaube ich, so wichtig wie noch nie. Wenn du grünes Time Finish triffst, kannst du auch Spots treffen, wo du sonst niemals getroffen hättest. Mit einem schwachen Fuß, mit Spielern, die gar nicht geile Schusswerte haben, teilweise aus der Umdrehung oder wenn der Keeper sogar dort schon steht. Mit grünem Time Finish kommen die Schüsse komplett verrückt. Wenn ich weiß, wie es geht, ihr drückt Schuss, so wie er immer schießen würde und genau in dem Moment, wo der Spieler den Ball berühren würde, drückt ihr nochmal auf die Schusstaste. Wenn ihr das Ganze grün getimed habt, kommt der Ball heftig. Wenn ihr zu spät getimed habt, dann wird das Dreieck weiß um den Spieler herum und das heißt einfach, es ändert sich nichts am Schuss. Wenn ihr zu früh gedrückt habt, wird es orange. Der Schuss wird ein bisschen schlechter, das ist nicht so gut. Wenn ihr ganz viel zu früh gedrückt habt, wird es rot, das ist Katastrophe. Also lieber zu spät drücken als zu früh, aber grün treffen ist schon eine geile Sache. Ihr wisst auch von den älteren FIFA-Teilen, ich bin jemand, der generell immer zu spät geschossen hat. Beziehungsweise, es war eigentlich immer richtig, zu warten, bis die Schussbahn frei ist, bis man den perfekten Spot hat, bis der Ball wirklich drin ist. Und das hat jeder so gemacht bei den E-Sportlern. In diesem FIFA ist es aber anders. In diesem FIFA geht es gefühlt darum, einfach möglichst viel zu schießen. Weil, wenn ihr im gegnerischen 16 noch ein paar Moves, ein paar Tricks zum Beispiel macht, die Verteidiger sind so stark in 1 gegen 1 Duellen, in 2 Kämpfen, die werden euch oft vom Ball noch trennen, ihr werdet gar nicht in diesen 100%igen Spot kommen mit freier Schussbahn. Deswegen, dadurch, dass ihr selten in diese Spots überhaupt kommt, oft den Ball verliert, wenn ihr ackert, aber gleichzeitig Schüsse mit Grüntime Finish, selbst wenn der Gegner im Weg steht, der Winkel schlecht ist und trotzdem reingehen, schieße ich in diesem FIFA 3-mal so viel wie in jedem anderen FIFA, mache auch deutlich mehr Tore und das halt mit Schüssen mit Grüntime Finish. Das ist absolut OP, wirklich. Grünes Time Finish in diesem FIFA 10-mal wichtiger als in allen anderen FIFAs. Bitte, bitte lernt das. Jetzt kommen wir zu etwas, was ich auch schon seit 1-2 Jahren mache, sehr, sehr gerne, was richtig gut funktioniert, nämlich die Heber Power Shots. Ihr seht sie schon im Hintergrund. Das Verrückter an diesen Treffern ist halt, was sie komplett OP macht. Der Gegner kann quasi gar nichts dagegen machen. Er hat zum Beispiel seinen eigenen 16er komplett zugestellt. Er verteidigt alle Laufwege und plötzlich aus dem Nix hebt euch den Ball hoch, schießt aus 30 Metern und der Ball ist drin. Aus einer Situation, wo ihr eigentlich kein Tor machen könnt, macht ihr auf einmal einen Treffer und das geht halt mit diesen Heber-Powershots. Wie gesagt, ich mache die seit 1-2 Jahren regelmäßig. Ihr seht das ja immer mal wieder in meinen Videos. Ich habe letztens in einem SBB, glaube ich, 4 von denen probiert, 3 reingemacht gegen Wakes. Die sind übertrieben stark in diesem FIFA, sogar so stark, dass selbst E-Sportler jetzt in Qualifiern benutzt haben oder die teilweise benutzen, sodass... Das machen die nur mit Sachen, die wirklich effektiv und wirklich OP sind. Und diese Power Shots, ich kenne keinen Gegner, der irgendwie gegen mich genutzt hat. Ich benutze die wirklich häufig. Man kann halt variabel sein. Man schickt häufig Spieler, macht lange Pässe und der Gegner fängt dann an, das zu verteidigen. Dadurch habt ihr immer Freiraum vor euch. Wie funktioniert das Ganze? Ihr braucht einen Spieler, der nicht den Trickster-Playstyle hat. Das funktioniert nur mit Spielern, die nicht den Trickster-Playstyle haben. Also Ronaldinho, Neymar können das nicht. Aber alle anderen, joggt ihr einfach, macht den linken Stick nach vorne. Nicht sprinten dabei drücken, drückt den rechten Stick einmal rein, dann heben sie sich den Ball so hoch und dann haltet ihr L1, R1 gedrückt, linken Stick Richtung langes Eck für den Powershot, ladet Schuss auf mit einer guten Kraft, 3 Balken ungefähr und wenn ihr dennoch das grüne Time Finish hittet, das funktioniert wirklich mit Spielern, die nicht mal einen richtig guten Schuss haben, teilweise mit Verteidigern, das sind Schüsse, die halt eine absolut unrealistische Flugbahn haben. Ja, am Anfang ist es ein bisschen schwierig, weil man erstmal lernen muss, wie man zielen muss, dass man den wirklich immer genau in den Winkel ins lange Eck setzt, aber
Ich zum Beispiel habe das so drauf, jeder von diesen Schüssen, die ich mache, geht ins lange Eck. Manche gehen Latte Pfosten, manche werden auch mal gehalten vom Torwart, das ist aber selten der Fall. Die meisten gehen tatsächlich rein. Also anheben, Powershot Volley aus der Distanz ins lange Eck. Es ist übertrieben overpowered. Es ist einfach krass, krass, krass gut. By the way, sobald ihr 2-3 Powershots nach diesen Hebern aufs gegnerische Tor gehauen habt und der Gegner gemerkt hat, wie gut die sind, werden die Gegner jedes Mal, sobald ihr den Ball anhebt, direkt in die Schussbahn rennen und alles andere vergessen, sodass Passwege aufgemacht werden und ihr nach solchen Hebern plötzlich einfach gar nicht schießt, sondern weiterlauft oder die Bälle in Lücken passen könnt und so Tore machen könnt. Also damit könnt ihr die Gegner auch auseinandernehmen. Und wenn sie nicht reingehen und der Keeper rankommt, ist es auch so gut wie immer eine Ecke, weil er den nicht festhalten kann, wenn er mit so viel Power kommt, der ist recht mit Grün noch. Und Ecken sind halt in diesem FIFA auch OP, deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Also, sagen wir, ihr habt gerade so einen Powershot gemacht und der Keeper hat den irgendwie mit Glück gehalten oder ihr habt einfach so eine Ecke bekommen. Ja, dann kommt der Gegner direkt wieder ins Schwitzen, denn wenn die Gegner den Keeper nicht rausholen, bei Ecken macht man in diesem FIFA, wenn man es richtig macht, zu 90% ein Tor. Ihr braucht einen Spieler, der den Ball vom Tor wegdreht, also von rechts in Rechtsfuß, von links in Linksfuß, dass du den Settings einfach im vornherein auch vom Match einstellen, bei den Rollen auch einstellen, dass euer kopfballstärkster Spieler, wenn er Aerial Playstyle hat, noch verrückter, am kurzen Pfosten steht, dann zielt ihr vom Fünfer-Eck ans hintere Eck, was von euch weg ist, also dort zielt ihr hin, ansonsten ändert ihr nichts daran, wie euer Spieler den Ball trifft, flankt das Ganze mit 2,5 Balken in die Mitte, vorher drückt ihr noch L1, dass ihr euren ihr müsst sogar zweimal L1 drücken, dass ihr halt den Spieler, den Kopfballstärksten am kurzen Pfosten steuert. Und sobald ihr dann 2,5 Balken bei der Flanke eingegeben habt, könnt ihr mit eurem Spieler schon in den Spot laufen. Kurz vorm Tor, fast an den Fünfer ran. Dann drückt ihr einmal, dass die Flanke in die Mitte gehauen wird. Und dann könnt ihr den Kopfball setzen, wenn der Gegner den Keeper nicht rausgeholt hat. Ihr werdet das Kopfball-Duell gewinnen, wenn ihr dort einen guten Spieler habt. Wenn ihr richtig zielt, Kopfball ist manuell. Die fliegen immer genau dorthin, wo ihr selber hinzielt. Aber wenn ihr da gut zielt, ins lange Eck oder so, noch mit grünen Time-Finish, die sind auch immer drin. Also wenn der Gegner den Keeper rausholt, okay, dann ist es ein bisschen schwieriger, einen Eckball-Tor zu machen. Dann gibt es auch verschiedene Optionen, den langen an langen Pfosten von dort reinzuköpfen. Ein bisschen komplizierter, man kann ihn auch kurz spielen. Beispielsweise in den letzten FIFAs hatte ich Ecken nie drauf, habe hier mal kurz gespielt, habe auch ab und zu Tore damit gemacht. Aber jetzt mit dieser Eckball-Methode in diesem FIFA, ich glaube generell, ich bin in diesem FIFA besser als in allen anderen fairen FIFA-Teilen, weil ich so viele Sachen drauf habe, die ich sonst nicht drauf hatte. Und diese Eckball-Methode, wenn Gegner den Keeper nicht rausholen, ist viel zu stark. Und wenn sie ihn rausholen, wie gesagt, gibt es auch Optionen, wie beispielsweise sogar den Ball ins Tor zu drehen und sowas. Also Ecken sind so riesige Chancen. Und ich sage auch offiziell, Freistöße sind so OP und so stark wie noch nie. Ihr braucht natürlich einen guten Freistoßschützen, also Präzision, EFE sollte stimmen. Aber selbst Non-Rare-Karten wie Grifo haben gute Freistoß-Stats. Also jeder hat bestimmt irgendeinem Team, der einen guten Freistoß drauf hat. Wenn ihr 20 bis 30 Meter weg seid von der Höhe, so zielen, dass ihr auf Schulterhöhe eines Spielers zielt, so drehen, dass der Ball sich zum Tor hindreht, also von rechts mit einem Linksfuß müsst ihr mit Außenriss, von rechts mit einem Rechtsfuß, mit Innenriss auf Schulterhöhe, die Drehung so sehr wie es geht. Und dann einfach mit 2,5 Balken und Grün-Time-Finish, auch sehr wichtig, schießen. Je nach Distanz können es auch 3 Balken sein, wenn es fast 30 Meter sind. Das Ganze von der anderen Seite genauso, zum Tor hindrehen, Schulterhöhe, ja, 3 Balken, grünes Time-Finish, Tor. Also das ist echt verrückt. Noch verrückter sind aber Freistöße aus einer niedrigeren Distanz, nämlich von 20 Meter oder niedriger. Ihr zielt auf Bauchnabelhöhe, der Spieler, der Ball soll so viel Curve wie möglich haben. Ihr zielt dann einen Meter am Tor vorbei beim Torwart-Eck, schießt den, auch wieder mit einer guten Kraft, 2,5 bis 3 Balken und grünes Time-Finish ins Torwart-Eck. Und wenn der Gegner den Keeper nicht ins Torwart-Eck move, meistens move ja sogar eher in die andere Richtung, aber egal ob er ihn stehen lässt oder in die andere Ecke move, der ist so gut wie immer drin, aus 20 Metern oder weniger, wenn ihr den mit Kraft ins Torwart-Eck dreht, wie gesagt, leicht am Tor vorbeizielen, dann die Power benutzen, 3 Balken sogar im besten Fall, grünes Time-Finish, das ist halt auch sehr, sehr wichtig, auch bei Freistößen, das grünes Time-Finish ein Game-Changer. Ohne grünes Time-Finish gehen die meistens nicht rein, mit Green Time-Finish ist fast jeder Freistoß drin. Also grünes Time-Finish haben sie wirklich ein bisschen zu stark gemacht in allen Varianten. Egal ob bei Kopfbällen, Volleys, Freistößen. Wenn du grünes Time-Finish triffst, guckt der Gegner dumm aus der Wäsche. Eine Sache, die in der Verteidigung unbedingt erwähnt sei. Verteidigen ist ja generell, ja ich sag mal nicht so schwer. Also klar, in manchen Situationen, wenn der Gegner ein L1-Dreieck über ihn rüberspielt oder einen guten Sprintboost macht, dann kann man das schon gar nicht mehr verteidigen. Aber ansonsten kann man richtig aggressiv verteidigen. Gegner können einen fast gar nicht ausdribbeln. Gegner, ja, sind sogar schon einem vorbeigerannt. Man holt jetzt Verteidiger noch mit ein und sowas. Man kann schon ganz gut verteidigen.
Aber was trotzdem viele nicht nutzen, was übertrieben stark ist, ist die Grätsche. Einfach reingrätschen in den Gegner. Erst recht, wenn der Spieler den Grätschen-Playstyle hat. Die machen verrückte Grätschen. Das lohnt sich sogar auch, um Pässe abzufangen. Wenn ihr genau wisst, wo der Gegner einen Pass hinspielt, aber ihr wisst, ihr seid zu langsam, um ihm zuzulaufen, grätscht in diesen Passweg rein. Ihr könnt den Ball berühren. Und der hat dann eine gute Chance, dass er zu einem Mitspieler fliegt, wenn das in der gegnerischen Hälfte passiert. Habt ihr danach wahrscheinlich eine riesige Torchance. Wenn das in eurer Hälfte passiert, könnt ihr einen entscheidenden Pass, habt ihr auch teilweise schon SBBs so gesehen bei mir. Gegner wäre durch gewesen, hätte ein Tor gemacht. Ich gebe alles mit einer Grätsche, berühre den gerade noch mit dem Fuß, verhindere das, was anders nicht möglich gewesen wäre. Und auch in Zweikämpfen, bei gegnerischen Schüssen, kann man sich mit Grätschen sehr, sehr geil in den Schuss werfen. Also Grätschen sind in diesem FIFA richtig stark, habe ich auch. Teilweise sonst in FIFAs kaum benutzt, aber in diesem FIFA finde ich Grätschen einfach richtig, richtig strong. Auch weil die Angreifer sich dann auch im Dribbling oder in ihrer Bewegung oder bei den Pässen halt so langsam bewegen, dass sie gar nicht schnell darauf reagieren können. Sonst hat man gegrätscht, Gegner konnte schnell reagieren, noch wegpassen. Aber wenn ihr jetzt die Grätschen-Animation ansetzt, der Gegner kann schon gar nicht mehr reagieren, ihr seid schon in dem drin und gewinnt im besten Fall den Ball. Also ich finde Grätschen übertrieben stark. Macht das natürlich nicht als letzter Mann irgendwie so und dennoch in die falsche Richtung. Ja, da ist der Gegner durch, hat ein gratis Tor. Aber wenn ihr gut ausgerichtet seid, ja, eine gute Situation habt, das ein bisschen timet, dann sind Grätsche schon ein richtig gutes Mittel. So, jetzt habe ich noch ein, zwei Kleinigkeiten für euch. Das erste ist der German Cross auch, eine OP-Sache. Kann nicht jeder, wenn man es in seinem Repertoire hat, ist ganz gut. Ist aber nicht so OP wie in den letzten Jahren. Also ihr habt beispielsweise ja, auf Außen mit einem Spieler den Ball, guckt einen Spieler in der Mitte an, der im besten Fall auch großes Kopfballduelle gewinnen kann. Ja, drückt L1, dass der Spieler anzeigt, hey, ich renne jetzt nach vorne, sodass er mittig in den 16er reinrennt und ihr bleibt außen, wartet, dass er in den 16er reinrennt und spielt dann eine Flanke auf ihn. Und wenn ihr genau in dem Moment, wo er quasi an den Verteidigern vorbeirennt, kurz bevor er abseits ist, ihr die Flanke spielt, dann kommt die richtig schön in seinen Lauf. Teilweise habt ihr sogar noch Zeit, dann den Ball anzunehmen oder ihr nehmt ihn direkt aus der Luft. Ihr landet dann quasi hinter der gegnerischen Abwehrreihe, kriegt noch einen Ball zugespielt. Ja, das macht ihr wirklich ganz normal mit Flanke. Und ja, dann habt ihr eine riesige Torchance. Das Problem in diesem FIFA ist, ja, dass die Spieler häufig, beziehungsweise die Flanke häufig nicht auf den Spieler geht, der wirklich gerade reinrennt, sondern dass die Leute dann plötzlich auf irgendeinen anderen Flanken, der ganz woanders steht. Das passiert leider teilweise. Deswegen im besten Fall Flanke wirklich ziemlich durchdrücken, damit die checken, das soll eine weite Flanke sein auf einen, der gerade reinrennt. Ja. Kann in Situationen, wo man gerade nicht weiß, wie soll man durchkommen, der Gegner hat einen Riegel, der hat 10 Leute am 16er stehen, ihr wollt Weitschüsse machen, die werden auch immer geblockt, weil er dann immer rausrennt. Das kann auch mal eine andere Methode sein, einfach um ja, hinter die gegnerische Verteidigung zu kommen. Kann man auf jeden Fall mit drin haben, wie gesagt. War in anderen FIFA-Teilen sogar richtig OP, dass man das fast gar nicht verteidigen konnte. Ja, in diesem FIFA kann man damit auch Tore machen, ist jetzt aber nichts, was ich OP nennen würde. Und das letzte ist jetzt auch nochmal eine Mechanik, die ich nicht OP nennen würde, die aber schon ziemlich stark ist und schon besser macht, wenn man es drauf hat, nämlich der Player Lock. Das ist schon auch schwierig zu lernen. Manche denken sich dann so, okay, ich probiere es lieber gar nicht, weil es schon ein bisschen tricky ist und vielleicht auch ein bisschen dauert, bis man es richtig drauf hat. Aber wenn man es richtig drauf hat, macht es richtig Spaß und es macht dann einfach besser. Also, wenn ihr am Ball seid, rechten und linken Stick reindrücken, dann mit dem rechten Stick in Richtung zu dem Spieler wählen, den ihr steuern wollt. Und dann könnt ihr, während euer einer Spieler am Ball ist und rennt, einen anderen Spieler steuern und mit dem geile Laufwege machen, coole Bewegungen machen, einen Laufweg antäuschen, dann doch einen anderen machen. Ja, erst recht, wenn ihr auf die Abwehrreihe zurennt, irgendwie einen Verteidiger, ihr merkt das schon, verteidigt nach außen, dann könnt ihr schnell einen Player-Lock machen, nach innen ziehen, den Pass dann auf ihn spielen und ihr könnt einfach Laufwege machen, die die Spieler sonst nicht gemacht hätten und wirklich, ja, die Gegner einfach hochnehmen mit Laufwegen. Also der Player-Lock ist wirklich eine sehr, sehr starke Sache. Ihr könnt euch frei rennen, ihr könnt Platz schaffen, ihr könnt entgegenkommen, für Anspielstationen sorgen. Also es macht euch einfach viel, viel flexibler. Ich meine, ist ja auch logisch, wenn man mehr Spieler steuern kann, als nur den einen, der am Ball ist. Ja, dann ist es natürlich ein Game-Changer im Gameplay. Das heißt, wie gesagt, Time-Finish ist absolut OP. Muss man dieses Jahr drauf haben, lernen können. Player-Lock ist auch was, was man können sollte. Wenn man mit den anderen Sachen gut ist, so, wenn man generell ein guter FIFA-Spieler ist, das aber noch nicht kann, dann sollte das definitiv das nächste sein, was man sich auf seine Liste raufschreibt und lernt. Einfach um gute Laufwege machen zu können. Und alleine nur einen Player-Lock zu machen, dann kriegt ihr die Aufmerksamkeit schon auf den Spieler, auf den ihr einen Player-Lock gemacht habt. Dann könnt ihr den Player-Lock auch manchmal einfach wieder abbrechen und plötzlich mit dem Spieler, der am Ball ist, einfach nur gerade ausrennen und sowas. Ihr könnt das für Mindgames nutzen, ihr könnt die Gegner richtig hochnehmen. Also ein Player-Lock gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn ihr das alles könnt, dann werdet ihr auf jeden Fall mehr Siege in der Weekend League holen und noch geilere Rewards kriegen. Also die Belohnungen in diesem FIFA sind ja richtig nice. Man hat schon echt Spaß, die Rewards zu öffnen. Zieht eigentlich immer geile Sachen und je besser
besser der Rang ist, desto besser natürlich auch die Belohnung. Deswegen lernt das gerne, werdet besser, holt mehr Siege, habt noch mehr Spaß und lasst gerne ein Like als Support da. Ich denke, damit habe ich euch in den letzten Videos alles erklärt, was wichtig in diesem Game ist. Danke für euren Support, ich bin raus, macht's gut, bis dann. Ciao!